Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG und willkommen zurück aus dem Halloween-Stream. Ist nicht so ganz Halloween-mäßig, aber eine Halloween-Aktion haben wir heute auf jeden Fall und das ist dieser Tabak hier. Der Blaze Halloween Tabak soll ein Kürbistabak sein, also ein Hokkaido-Kürbis mit noch anderen Sachen dabei, die es gilt zu erraten. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob ich da noch was erraten kann. Es gibt ihn einmal von Blaze und es gibt ihn einmal von Hukain. Das heißt, ich kann ihn sogar zweimal rauchen. Und deswegen würde ich sagen, ich fange trotzdem mit Blaze an, damit das Köpfchen auch was bringt. So, nikotinmäßig, weißt du? Ja, wie gesagt, da ist Kürbis drinne und noch andere Sachen, die der Johannes von Hukain nicht verrät. Und wir doch einfach mal probieren sollen zu erraten, die Leute, denen er eben diesen Shot geschickt hat. Und genau das machen wir jetzt auch und deswegen bauen wir uns als erstes mal ein Köpfchen. Gucken wir uns erstmal diesen Shot hier an. Ah, perfekt, Digga. Diese Scheißdinger funktionieren doch einfach nie. In guter alter Darkblend-Manier sehen wir da nicht viel mehr als schwarz. So muss das aber auch. Und dann nehmen wir uns mal hier die Gabel, rühre das nochmal um. Okay, mir kommen da schon Noten entgegen. Wir riechen auch einfach gleich nochmal dran. So, ich versuche erstmal das hier schön. Okay, also Apfel und Zimt habe ich schon mal. Das möchte ich jetzt schon mal festhalten. Vielleicht noch irgendwas Gebäckmäßiges? Also, obviously Kürbis, ne? Falls es nicht klar war. So, und dann verteilen wir das Ganze hier mal ein bisschen. Wir kommen als ganz wilde Gerüche in die Nase. Also eins sage ich euch schon mal, das ist auf jeden Fall das Ausgefallenste, was ich von Hukain jemals geraucht habe. Da bin ich mir jetzt schon mal sicher. Also ich sage auf jeden Fall, ich habe grüne Apfelnoten, ich habe Zimtnoten. Sehr, sehr ungewöhnlich. Also wirklich ganz, ganz eigenartig, was einem da in die Nase sticht. So, punche ich einmal noch an hier, dass das so alles ungefähr auf einer Höhe ist. Und dann sind wir so knapp unterm Rand hier bei unserem Lovelip. Zeige euch den auch gleich nochmal aus der Nähe, keine Angst. Nee, also irgendwas Gewürzmäßiges noch oder so? Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. So, so sieht das Köpfchen jetzt aus. So haben wir uns den gebaut. So knapp, ja, ungefähr Randhöhe, sagen wir mal. Ungefähr Randhöhe. Wir nehmen jetzt auch den Kalaut, der sitzt ja noch ein bisschen tiefer drauf als der Nagrani und so. Und dann sollte das ganz gut passen. Gut, gehen wir mal rüber. Also, ne, Frozen Bowl, SWG-Logo drauf, Plexiglas Invert, Rauchsäule und dann obendrauf noch der Lovelip mit dem eben gebauten Blaze Halloween-Tabak. Limited Edition Special. Warum habe ich denn jetzt Schluck auf, Alter? Also, Kürbis, grüner Apfel, Zimt. Ich weiß nicht, ein Hauch Anis oder ein Hauch Nelke? Ich weiß es nicht. Ganz, ganz wildes Ding, oder? Ich mache mal dem Johannes eine Sprachnachricht. Warte mal. So, Grüße aus dem Stream. Ich habe bis jetzt nur dran gerochen. Meine Kohle geht an. Mein aktueller Tipp vom Geruch wäre Kürbis, grüner Apfel, Zimt. Und irgendwie habe ich noch sowas Richtung Nelke oder ich weiß nicht genau, vielleicht was anderes Würziges oder so. Kannst ja vielleicht mal sagen, was von meinen Tipps richtig ist. Wäre interessant. Ich lege jetzt Kohle drauf. Oh, der dampft auch schon gut, du. Okay, vom Geruch aus dem Kopf nochmal andere Noten. Der ist sehr an. Eisbonbon. Interessant. Jetzt, wo ich ihn rauche, ja. Grüner Apfel, bleibe ich dabei. Zimt, ja, aber sehr viel weniger als im Geruch. Ich weiß nicht, ob da nur eine Mentholnote drinne ist. Ich meine, der wird ja nicht verkauft, der Tabak. Da dürfte wahrscheinlich Menthol drinne sein. Ich weiß nicht, ob da nur eine Mentholnote ist oder ob die wirklich von so einer Eisbonbon-Note kommt. Boah, jetzt hatte ich gerade voll Zimt und Kürbis in der Nase. Geisteskrank. Ja, der schmeckt schon wild, Julian, aber ich sehe mich den auf jeden Fall nicht jeden Tag rauchen. Digga, da ist irgendwas Würziges drin. Und ich kenne es. Aber ich kann nicht so den Finger, weißt du? Da ist irgend so eine ganz leicht würzige Note mit drin. Muskat, nee, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Marzipan ist es nicht, nee. Der ist am Ende sehr herb, also ist nichts Süßes. Aber was genau? Ingwer? Aber dafür ist es nicht beißend genug.
Das Ding ist, in der Tabak-Erraten-Challenge, da nehmen wir ja Tabaksorten, die wir beide schon mal geraucht haben. Und dann kannst du die Flavor-Profile ja miteinander vergleichen. Und das funktioniert dann besser, als jetzt einfach ins Nichts zu raten. Nee, es ist nicht scharf, es ist nicht bitterbeißend, obwohl bitter. Es ist auch nicht süß, es ist kein süßer Tabak. Und er hat auch keine wirklich süßen Noten. Die einzigen süßen Noten, die da kommen, würde ich dem Apfel und vielleicht noch der Zimtnote zuschreiben. Nee, Ingwer. Oder? Ich glaube, du denkst mittlerweile zu viel drüber nach, um noch drauf zu kommen. Wahrscheinlich. Pumpkin Spice, ja, dadurch, dass natürlich Hokkaido-Kürbis und Zimt drin ist, geht das schon so ein bisschen in die Pumpkin Spice-Latte-Richtung. Aber es ist auch noch grüner Apfel dabei. Also würde ich zumindest sagen, ne? Ich weiß ja nicht, ob irgendwas davon wirklich am Start ist. Was ist denn in einem klassischen Pumpkin Spice-Latte drin? Aber also Latte wäre ja immer irgendwas mit Milch. Und in die Richtung geht es halt gar nicht. So, Mythos hat ein Rezept. Wasser, Zucker, Hokkaido-Kürbis, ja. Vanillezucker, nee, Vanille glaube ich nicht. Zimt, ja. Nelke, maybe. Ingwerpulver, also doch Ingwer. Weiß ich nicht. Ich gebe an der Stelle erstmal auf. Das waren meine Tipps für den Hukain Halloween-Tabak. Schmeckt auf jeden Fall ganz, ganz wild. Habe ich noch nie geraucht, sowas, was in die Richtung geht. Ein Tabak, der mit Kürbis ist, ist schon wirklich eine krasse Sache. Schmeckt aber insgesamt wirklich nicht schlecht. Könnte man sich mal geben. Könnte man auch als Flavor rausbringen. Aber halt vielleicht nur für die Halloween-Zeit. Vielleicht so die Holzer Winter Edition als die Hukain Halloween Edition oder so. Vielleicht wäre das was. Aber das sind meine aktuellen Tipps. Ich sage Kürbis, Zimt, grüner Apfel, eine kühle Note, wahrscheinlich in Form von Menthol, vielleicht Nelke, vielleicht ein klitzekleiner Schuss Ingwer, aber sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Mal gucken, was es wird. Okay, wir haben gerade Sprachnachrichten vom Johannes reinbekommen. Hören wir mal rein. Grüße zurück. Und jetzt musst du mir mal sagen, hast du den Blaze-Shot oder den Hokkain-Shot? So, ich habe sogar gerade live gesehen nochmal, was du getippt hast. Und ich kann dir sagen, dass du den schwarzen Tabak geraucht hast und dass du tatsächlich auf einer guten Spur bist. Eigentlich war alles richtig, nur ein bisschen zu viel. Nee, es war nicht alles richtig. Also, ich kann es gerne auflösen, wenn du es möchtest. Okay. Ich hab die Auflistung. Ich hab, was drin ist. Es sind tatsächlich nur 4 Sachen. Und mit Hokkaido-Kürbis, grüner Apfel und Ingwer lagen wir richtig. Also es ist keine Nelke, kein Gewürz drin. Aber ich sag euch jetzt noch, was diese würzige Note war, die ich rausgeschmeckt habe, inklusive der kühlen Note. Vielleicht klingelt es da schon bei ein paar Leuten. Es ist noch eine Nana-Minze drin. Also die Minze, die auch so oft in Traube Minze vorkommt. Krass. Denke, dass der Minzgeschmack in Verbindung mit dem Kürbis dich auf Zimt gebracht hat oder der Ingwer in Verbindung mit der Minze. Wild. Also bei Zimt war ich mir ja eigentlich ziemlich sicher. Da habe ich wirklich reingeschissen bei Zimt. Aber vom Geruch her, also ich schwöre euch, die Hälfte der Leute riecht hier Zimt raus. Wisst ihr, was diese würzige Note sein könnte, die ich meinte? Pfefferminze. Aber halt, es war keine Pfefferminze, es war eine Nana-Minze. Aber so vom Prinzip her, sage ich mal. Ja, wenn man es jetzt weiß, ist es nochmal deutlich anders. Aber grundlegend hast du schon alles fein herausgeschmeckt, sagt der Johannes. Kuss. Wild, ja okay. Dann haben wir da auf jeden Fall die Auflösung. Das war der Hukain Halloween Special Tabak. Krass.